Hallo Römerlieb-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Student Erkundungsteam Himmel und Drittens. Mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit in die Arbeit zu gehen. Hurra! Yeah. Ah, ihr zwei, lasst mich eure Aufgaben heute mitteilen. Seht noch Jobs, okay. Ja, machen wir. Nun, wenn ihr verstanden habt, ab ans Werk. Ja, machen wir. Ja, Was haben wir denn noch so? Wasserfallhöhle, Apfelwald haben wir noch einiges. Erstmal. Definition zurückgeschritten, ja, genau. Hallo, willkommen. Mitglieder. Jo. Quapsil ins Team. Ja, Quapsil ist hinzugefügt. Nice. So, wir haben Apfelwald. Dann würde ich auch sagen, machen wir den Apfelwald. Mal sehen, was wir hier so für Mission haben. Nichts Gutes. Apfelwald. Sogar eine A-Mission. Ich glaube, wir sollten ein paar mehr Belebersamen mitnehmen. Bring mir das Item Belebersamen. Amrena-Beere und Pokémon wird vermisst. Okay, Belohnung? Fragezeichen? Fragezeichen-Belohnung? Oh. Dann nehmen wir auch unbedingt mal die Strandhöhle hier mit. Können wir die nämlich auch noch irgendwie machen demnächst. Fragezeichenbelohnung. Fragezeichenbelohnungen sind eigentlich immer ziemlich gut. Ich weiß nicht. Ach ja. Bald ist es soweit, Leute. Bald beginnt die Erkundung. Oh Mann. Wir lagern erstmal ein bisschen was. Wir haben wieder Items verloren. Alter! Okay. Scheiß, die erhöht die Verteidigung, nehmen wir unbedingt für Dings mit, für Quapsil. Spezialangriff. Nehmen wir das für Dragon mit. Wir nehmen großen Apfel mit. Wir brauchen eine Amrena-Beere. Wir nehmen 2, 3, 4 Sinelbeeren mit. 5 Belebersamen. Und ein Top-Elixier, ja. Und zur Not auch noch ein Flea-Orb. Ja. Einfach vorsichtshalber immer ein bisschen besser vorbereiten jetzt, ne? So, Kraftband mir geben. Defense Shard, Quapsil und Spiralband Dragon. So, gut. Dann gucken wir nochmal hier erstmal in den Shop. Ja, die Amrena-Beere habe ich mitgenommen wegen dem Auftrag. Boah, 2 Belebersamen. Wir nehmen noch einen mit. Vorsichtshalber, falls da irgendwie es wieder so kommt, dass wir einen Monsterraum haben. Darauf habe ich einfach so null Bock. Jobliste, genau. Ausüben, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und irgendwo. Ich denke mal, es ist 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alter, wir haben viele Missionen. Wir haben viele Missionen im Apfelwald. Das ist wundervoll. Das heißt, wir kriegen gleich... Oh mein Gott, wir dürfen bloß nicht sterben, ey. Wir dürfen bloß nicht sterben. So, okay. Aber das dürfen wir, glaube ich, hinkriegen. Ich meine, wir haben genug Belebersamen dabei. Ah. Was für ein Pokémon war das? Raupi, achso. Dein Ernst? Okay. Ja, komm, gönn dir Quapsil. Ist okay, mach ruhig. Ach, dein Ernst? Oh! Warum wacht Dragon jetzt schon auf und wir nicht? Danke. Rasierblatt. Oh, ich habe noch Rasierblatt fixiert. Ich würde mal bitte gerne Tackle erstmal fixieren. Damit wir uns Rasierblatt und Absorber aufsparen können für die... Ja, Ganoven. Und... Ja, wie gesagt, hoffen wir, dass wir nicht sterben. Nicht wieder so einen verdammten Monsterraum bekommen. So wie im letzten Bad. Oh, das hat mich so aufgeregt. Da war ich richtig mad. Ich weiß nicht.
Wow. Ja, Robo, du kannst gerne ins Team. Nein. Ja, Team, Raupi, zur Gilde. Jo. Gut. Tackle, zack. Zack. Nice. Ach komm, das Raupi muss ich jetzt nicht angreifen, das erledigen die anderen beiden, genau. Was ist hier hinten so? Ein Kokowai, cool. So, ich denke, jetzt sind wir an der Zielebene. Nee. Dann wird das wahrscheinlich E12 sein. Aber gleich sind wir schon mal auf einer Zielebene. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alter Vater. Schön viele Missionen, schön viele Missionen. Das heißt, schön viele... Bomi! Cool. Klar. Team. Bomi. Zurück zur Gilde. Jo. Was wollte ich sagen? Genau, werden das schön viele Erkunderrangpunkte geben. Er wird das schön viele Erkunderrangpunkte geben. Das ist ziemlich cool. Dann könnten wir sogar wieder einen Rang aufsteigen. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir dafür brauchen. Deswegen. So. Zielebene erreicht. Und hoffen wir, dass nicht wieder ein Pokémon irgendwie auf dem Wasser stirbt, was ein Item fallen lässt oder so. Also Ganove. Das wäre nämlich echt ätzend. Das wäre richtig, richtig ätzend. Gut, erstes Pokémon haben wir... Och, Konfusion, dein Ernst? Dein Ernst? Oh, dein Ernst? Wenn ich deswegen jetzt sterbe, ne? Dann flippe ich aus. Oh, ist das dein Ernst? Oh. Alter! Was ist denn mit dir? Das Ding ist, wir sind halt immer noch... Danke. Oh. Eieiei, das war gerade schon ein anstrengender Kampf. Wir sollen das werden gegen die Ganoven, ey. Ich hoffe, das ist kein Dings. Wir haben halt einen vollen Beutel, ne? Essen wir einfach mal den großen Apfel, der auf dem Boden liegt. Zack. Hatten wir nicht... Nee, ich glaube, wir hatten schon Mirapla. Nee, warte. Oder? Ich nehme jetzt einfach mal keins an. Ich bin der Meinung, wir haben schon eins angenommen. Genau, wir wurden ausfindig gemacht. Okay. Ich setze einmal bitte einen Absorber ein. Oh, so viel Damage macht das gar nicht. Ich dachte jedenfalls etwas mehr Damage. Hypnose. Oh, nice. Das ist super. Oh, schön gemacht. Schön gemacht, Quapsel. Das war super. Tempo wird auch noch verringert. Oh mein Gott, das ist schön. Super gemacht, Quapsel. Ja, Hypnose war jetzt nicht so nötig. Aber gut. Mach lieber einen Blubber. Okay. Ja, schöne Kraftwelle. Blubber, schön. Nice. Drei. Drei Damage und es stirbt dadurch. Okay. Erhält den Köderstatus. Was ist Sachtsamen? Sachtsamen? Ja, gut. Ablegen. Damit wir das Item wieder, ja, nehmen können. Apfel brauchen wir jetzt nicht. Den esse ich jetzt auch nicht. Oh, schön. Zack. Zack. Nice. Lockduft-Status ist entfernt. Ach komm, zack. Achso, das Duflo ist weg, okay. Hier ist ein Duflo. Hi! Wow, dein Damage war echt krass. Hoi. Hoi. Komm. Ah, ich weiß nicht, ob hier... Nein, hier ist die Treppe nicht, okay. Aber ein Paras. Und Quapsel erreicht Level 12. Nice. So weit hinterher ist es gar nicht mehr. Drei Level noch. Drei Level noch. Hier ist auch... Dann muss die Treppe da rechts sein. Hallo Duflo. Ja, Sachtsam brauchen wir jetzt nicht. Da ist die Treppe, schön. Ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Von Flo.
Okay. Zielleben erreicht. Okay, wir haben hier schon mal die Treppe. Wieso renne ich hier rechts lang? Ich habe doch gesehen, dass da eine Sackgasse war. Okay. Stock. Ja, ich will... Aha. Hebe ich jetzt nicht auf. Zack. Und zack. Easy. Okay, ja, auch besiegt. Schöne Sache. Dim, dim, dim. Ah, na. Oh. Oh. Ich dachte gerade, ich töte dieses Dodo, Alter. Heuer, ha. Oh. Eieiei. Das hat mich gerade so ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Alter Vater. Heuiei. Okay, gut. Apfelwald. E9. Zielebene erreicht. Was ist auf dieser Ebene das Ziel? Anderes. Missionsziele. Hol das Diebesgut zurück. Okay, wir müssen den Dieb ausfindig machen. Das wird Macholo sein. Ja, das wird Macholo sein. Eieiei. Eieiei. Paralysiert, okay. Ich tausche mal eben mit Quapsel. Deswegen, wegen dem Paras. Es ist immer noch paralysiert. Okay, das ist super. Ich mache Absorber. Vorsichtshalber. Okay, nice. Sinelbeere fehlt zu Boden. Was? Sinelbeere fangen lassen? Ah, Machalo war da Ganove. Ja, Mann. Ja, großen Apfel müssen wir jetzt nicht aufheben, oder? Wie weit ist denn unser Magen? Ah, doch, essen wir den mal. Essen. Doki. Damit unser Magen wieder voll ist. Ach ja. Ganove. Oh, das ist schon das Bibo, okay. Aquaknarre, ja, gut. Verfolgung. Oh nein! Das war dumm. Okay. Das war gerade richtig, richtig dumm. Wechseln wir das mal mit irgendeinem Item. Mit dem Köderorb. Oh. Das war dumm, dass ich da Verfolgung eingesetzt habe, Mann. Was war das? Warum? Modi-Orb. Modi-Orb, warte mal, das macht uns doch mobil, oder nicht? Ja, das Pokémon... Okay. Verwandelt den Gegner nur in ein anderes Pokémon. Ja. Ob das auch bei Ganoven funktioniert? Stellt euch das mal vor, wir werfen so, weiß ich nicht, auf so ein, keine Ahnung, wie so Macholo eben, auf Macholo, Modi-Orb und auf einmal wird das zu so einem, keine Ahnung, Alcani oder sowas, ey, das wär's, heilige, das wär witzig. Zielebene erreicht. Was ist hier auf dieser Ebene unser Ziel? Bring das Item an Amrena-Beere, genau. Oh, ein Gummi? Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir? IQ? 1, 3, 6, 8. 7, okay. Rosa Gummi Essen Dragon. Ja, wie gesagt, Quapse gebe ich das jetzt alles nicht. Der ist jetzt nur, bis wir Knackleon im Team haben, mit dabei. Und das, deswegen, ja, wäre das eine Verschwendung, ihm die Gummis zu geben. Hey, Hopspross. Also ich hoffe jetzt übrigens, dass das wirklich so ist, dass wir die Benachrichtigung geben, wenn wir Schmerbe auf der Ebene finden können. Ansonsten, ja, wäre das ein bisschen doof. Ansonsten müssen wir echt jede Ebene absuchen. Das ist ein bisschen nicht so vom Vorteil. Oh, wir haben noch ein Flora-Gummi. Nice und loyal. Okay, das heißt, wir müssen Dragon... Ja, Gummis geben, bis er zwei weitere IQ-Fähigkeiten erlernt hat. Dün, 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 dün. Was, Schmerbe die Mission mit dem... Dein Ernst? Mit der Fragezeichen-Belohnung? Wäre ganz cool. Da ist die Treppe, okay. Wär nicht so cool, wenn wir Schmerbe jetzt zum Beispiel nicht finden. Ah, okay, gut, doch. Achso, ja, gut, die bewegen sich ja nicht. Ja, üts. Und sie können nur Härtner. Nein, was? Oh.
Achso, ja doch, normaler Angriff natürlich. Es gibt es ja eine Mystery Dungeon, stimmt. Ein Orangegummi, perfekt. Dragon. Alter, du erlernst so langsam IQ-Fähigkeiten, ey. Deine Lernfähigkeit ist echt ein bisschen für den Arsch, würde ich sagen, ne? Ah, das Schmerbe. Hallo. Jo. Okay, nice. Dann würde ich sagen, verlassen wir auch den Dungeon. Jo. Nice. Schöne Sache. Vielen Dank für die Rettung von Vaser, genau. Schwarzgummi, okay. 30 Erkunde-Rangpunkte. Ja, nice. Bronze auf Silber. Nice. Wir können jetzt 200 Items im... Wow. Im Lager lagern. Item Zink. Schöne Sache. Das ist schön. Das ist super. 300 Poke. 60 Erkunde-Rangpunkte. Oh, schön, ey. Ja, 250 Poke. 30 Erkunde-Rangpunkte. Goldband. Schön verkaufen. 60 Erkunde-Rangpunkte. Eieiei, die Missionen haben es richtig gebracht. Goldband. Oh, noch mehr Geld. Oh. Plus 7. Wow. Dunkelklau. Oh. Und 60 Erkunde-Rangpunkte. Dunkelklau klingt interessant. Amarena-Beere, Georock. Hm. 30 Erkunde-Rangpunkte. Und. Schmerz gefunden. Die kühne Unternehmung von den Pokémon ist so inspirierend. Bitte lasst mich auch im Team bei. Cool! Ah! Das ist also die. Das sind also die Fragezeichen-Mission wahrscheinlich. Das bei einer Fragezeichen-Mission. Okay, wartet, ich lese das gleich vor. Dass bei einer Fragezeichen-Mission die Pokémon, die dir den Auftrag gestellt haben, dem Team beitreten. Das heißt, darauf müssen wir immer achten, welches Pokémon das ist. Wenn es zum Beispiel ein super cooles Pokémon ist. Oh mein Gott, das wäre geil. Stopp! Alle! bevor wir heute Abend zu Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Hey. Die Sachen schon raus, wir wollen essen. Du hältst es davon ab, diese köstliche vor uns liegende Essen zu verdingen. Ja, ich bin entrüstet. Hik, das ist so ungerecht, ich werde gleich so mächtig vor Hunger. Ruhe! Es muss Ruhe herrschen. Ich bin mir sicher, dass die Auswahl der Expeditionsmitglieder euch alle beschäftigt hat. Unser Gildenmeister hat endlich seine endgültige Entscheidung getroffen. Oh, nice. Boah! Oh, Donnerwetter. Endlich steht es fest. Oh, ja. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt gegeben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife. Leg los. Lasst uns essen! Stopf, schling, schmatz, schlapper, schlüpf. Stopf, schling, schmatz, schlapper, schlüpf. Stopf, schling, schmatz, schlapper, schlüpf. Yeah. Yeah. Mein Magen knurrt. Ich sollte mir was zu essen machen. Yeah. Mhm. Oh, yeah. Ja, ich weiß, Blaudagger sagte, wir sollen uns keine Hoffnung machen. Schließlich haben wir Knuddeluff keine perfekten Äpfel gebracht, die er so liebt. Aber danach haben wir uns doch richtig angestrengt, oder? Wir haben unser Bestes gegeben. Selbst wenn wir nicht ausgewählt werden, bereue ich nichts. Ich bin müde. Ich freue mich auf den aufregenden Tag morgen. Gute Nacht. Schlaf gut. Oh, ich schlafe gar nicht. Oh, keine Reue. Genau. Aber wenn wir nicht ins Expeditionsteam ausgewählt werden, dann wird Dragon am Boden zerstört sein. Dragon gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, Dragon darf mit auf die Expedition. Wenn wir beide ausgewählt werden. Dann könnte ich diese besondere Fähigkeit von mir zu nutzen sein. Könnte diese besondere Fähigkeit von mir zu nutzen sein. Da fällt mir auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Ich glaube, es ist eine nützliche Fähigkeit. Aber es ist frustrierend, dass ich diese Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles zu viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich sollte jetzt besser auch schlafen. Gute Nacht, Dragon. Ich hoffe, du wirst morgen ausgewählt. Oh, Nacht. Oh, wieder eine Zwischensequenz, wie es aussieht. Da ist es. Ein weiteres Zahnrad der Zeit. Wie habe ich den nochmal gesprochen? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Es ist das zweite. Nun bleiben noch 3 Zahnräder der Zeit. Ich muss sie holen. Okay, der nächste Morgen. Aufgestanden hat dafür. Es ist morgen.
Guten Morgen, Doki. Ja, morgen. Oh, ich hasse es, so geweckt zu werden. Oh, kurz Finger geknackt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!